Herzlich willkommen bei Dern Reengineer Tutorials und hier zeige ich dir jetzt, wie du die Zeit pro Actor oder sogar im ganzen Level beeinflussen kannst. Wenn du eine Frage zum Thema hast oder einfach mal ein bisschen über die Unreal Engine quatschen möchtest, dann zöger nicht, komm direkt auf meinem deutschen Unreal Engine Discord Server vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung und natürlich in den Kommentaren. Hier kannst du nicht nur deine Fragen stellen, sondern bekommst auch jeden Morgen garantiert Kaffee ohne Ende. Ja, legen wir direkt los. Als erstes zeige ich dir, wie du die Zeit im gesamten Level beeinflussen kannst, also schneller und langsamer machen. Dazu brauchst du eine bestimmte Node. Ich gehe jetzt hier einmal in den Third-Person-Character rein. Das ist der Character, mit dem ich dann auch hier rumlaufe. Das muss für dich natürlich jetzt nicht zwingend der BP Third-Person-Character sein. Das ist einfach nur der Character, mit dem ich jetzt hier rumlaufe. Deswegen nutze ich den. Zwingend muss es aber eine Blueprint-Node sein, die sich in deinem Level befindet. Also ein aktiver Blueprint-Actor, der das dann beeinflussen kann. Ich hau das jetzt an Event Begin Play, damit es direkt ausgeführt wird. Und die Node heißt Set Global Time Dilation. Die haben wir jetzt hier einfach ran. 1 bedeutet ganz normal, 0,5 dann die Hälfte, 2 doppelt so schnell und so weiter. Ich stelle es jetzt einfach mal auf 0,5 und starte das Game und alles läuft ein bisschen langsamer, inklusive mein Charakter. Das Ganze können wir auch einfach mal doppelt so schnell machen. Ich habe es auf 2 gestellt. Und jetzt stelle ich es mal wieder zurück auf 1, weil da ist natürlich noch ein bisschen mehr im Hintergrund. Jetzt ist also alles wieder ganz normal. Checken wir auch nochmal ganz kurz hier. So, passt alles. Und jetzt zeige ich dir noch, wie du das individuell pro Blueprint Actor regeln kannst. So, dass in der Theorie jeder Blueprint Actor seine eigene Geschwindigkeit haben kann, beziehungsweise seinen eigenen Zeitablauf. Dazu jetzt wieder zurück. Ich habe hier einfach nur die Animationen rauskopiert und habe hier aus dem jetzt einfach hier drüber dann eine, ich zeige es dir mal an dem hier, so, habe so einfach eine Blueprint draus gemacht. Also das ist einfach nur jetzt zu Testzwecken. Du kannst hierfür wirklich jede Blueprint nehmen, die sich innerhalb deines Levels befindet. Ja, diese Blueprint heißt hier oben MM, Run, blablabla und so weiter, dann Test. Und der hat jetzt auch nicht viel, außer jetzt hier die Skeletal Mesh Component. Das Coole ist, dass wir auch hier nur eine Node brauchen, die heißt so ähnlich. Tipp einfach ein Custom Time, müsste schon kommen. Set Custom Time Dilation. Die gilt halt dann für diesen Blueprint Actor. Den stelle ich jetzt einfach mal auf 0,1, damit man es auch sieht. Und Rainer. Alles ganz normal, nur er hier ist ganz chillig unterwegs. Ja, und gilt halt dann für alles, was sich auch innerhalb der Blueprint befindet natürlich. Ja, und so kannst du jederzeit jeden Actor individuell zeittechnisch dann entsprechend anpassen. Ist natürlich auch extrem hilfreich für Bullet Time zum Beispiel. Und um jetzt so einen kleinen Hauch Bullet Time Modus einzubauen, haue ich das mal wieder raus. So, ich bin jetzt wieder im Third Person Character, denn man kann das auch noch kombinieren, um so einen kleinen Hauch von Bullet Time zu kriegen. So vom klassischen Bullet Time Modus. Und zwar benutzen wir jetzt einfach beides. Ich möchte jetzt erstmal die Zeit halbieren in meinem Level. Ich kann dann aber gleichzeitig sagen, dass zwar alles in dem Level um die Hälfte langsamer sein soll, aber nur dieser Actor mit Set Custom Time Dilation doppelt so schnell. Also dann wieder normal. Die Werte können natürlich dann variieren, das kann man auf 0,1 machen und so weiter. Bau das natürlich so ein, wie du magst. So, Compile Save und raus wieder. Und schon bin ich normal unterwegs, aber alle anderen um die Hälfte langsamer. Ich kann das mal auf 0,1 machen, dann ist es ein bisschen krasser. So, jetzt bin ich zwar auch langsamer, aber immer noch schneller als alle anderen, wie du siehst. Und wenn dir das nicht passt, kannst du auch hier wieder die Geschwindigkeit erhöhen. Einfach mal für ein Extrembeispiel. Ja, und wenn dich interessiert, mal so einen richtigen Bullet-Time-Modus an den Start zu kriegen, so richtig mit Effekten und Post-Process-Kram und so weiter und vielleicht auch so ein Dial-In-Effekt, so dass es so langsamer wird und langsam wieder schneller wird, wenn man vielleicht eine Taste drückt oder sonst was, dann schreib es mir gerne in den Kommentaren oder natürlich auf Discord. Du bist herzlich willkommen auf Discord, auch wenn du einfach mal ein bisschen quatschen möchtest. Und wenn du mich und meinen Channel unterstützen möchtest, dann kannst du das sehr gerne auf Patreon tun. Da gibt es schon die Projektdateien ab 1 Euro, Shoutouts und so weiter. Alles in der Videobeschreibung natürlich und in den Kommentaren. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg bei deinem aktuellen Projekt und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Unreal Engineer, out.